Das ist die Robe, die ich anhab. Der Effekt von der Robe. So, also ich soll Sims on Stream spielen, meint sie. Das meinst du jetzt ernst, oder was? Nein, was? Willst du Sims spielen? Ja, Sims ist halt Sims, ne? Nein, in Sims... Welche Sims hast du gespielt? Ja, das ist halt Sims. Du richtest eine Wohnung oder ein Haus ein, dann machst du da deinen eigenen Sim und der kann dann eine Frau oder einen Mann halt kennenlernen, dann zeugst du ein Kind, wenn du willst, und dann der muss halt essen und arbeiten gehen und lauter so Bullshit. Du hast kein Kind zeugen können. Ja, natürlich war das eine alte Version. Du hast ja schon ewig nicht mehr Sims gespielt, oder? Schau mal nach, was kosten Sims 5 auf Humble Bundle? Es gibt echt schon 5 Teile, oder? Ja, mit 60 Add-ons natürlich. Das darf man nie vergessen bei Sims, die 60 Add-ons. Da musst du extra einen Add-on kaufen, dass du überhaupt Kinder adoptieren darfst. Du musst, ohne Scheiß, die witzigste Scheiße, die du im Internet lesen kannst, sind Sims Patch Notes. Ist kein Witz, lies Patchnotes von Sims. Du kackst dir in die Hose vor Lachen. Ich schwör's. 5 ist doch noch nicht, ist noch nicht draußen, echt nicht? Kommt das erst mal? Wann wird's denn released? Sag mal. Und wie viele P noch? Ich brauche noch 10 Millionen. Ich mache jetzt mal die Rollenquest und dann mache ich Zufallsdungeon. So. Gluck, gluck, gluck. Danke, aber ich hab noch was. Danke, okay, ich hab noch. Bring das edelste Tröpfchen doch darüber an den anderen Tisch. Ich gebe einen aus. Hoppla, du bist ja gar nicht der Kellner. Lass mich raten, du hast das Gefühl, dass du etwas sagen solltest, aber weißt nicht, ob du es sagen sollst. Tja, diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Mir tut sowieso schon der Kopf weh vom vielen Denken. Da zermartere ich mir das Hirn, als wäre ich ein neunmal vermaledeiter Philosoph. Also ich sag's dir ganz offen, über die Magie der alten Ronka habe ich trotz honigsüßer Anregung rein gar nichts rausgekriegt, aber dafür weiß ich, wo der Ort ist, an dem Lammets Schwester war. Und so habe ich die Ehre, dich, meine liebe Kameradin Chardon, in meine Heimat einzuladen, nach Tomra auf Kolusia. Also wirklich, wann kommt Sims raus? Also wenn meine Freundin will, dass wir Sims spielen und die Leute da Interesse dran haben, dann lasse ich es mir sogar einreden, ein bisschen Sims on Stream zu spielen, Sims 5. Da können wir dann aber wirklich sogar, es wäre ganz interessant für einen Stream sogar, da könnte ich die Leute, also die Sims nach Leuten im Stream benennen, und dann den Stream mitentscheiden lassen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ja, siehst. Ja, du bist nicht dumm. Ja? Wenn dir jemand sagt, du bist dumm, dann ist derjenige dumm. Achso, jetzt habe ich das... Hä? Chardon, wie hast du denn hierher gefunden? Ich war schon mal hier. Ah, ihr habt den Aufzug in Betrieb gesetzt? Alle Achtung, das hätte ich dir nicht zugetraut. Wie dem auch sei, unser Ziel liegt gleich da vorne. Zumindest die letzten Schritte werde ich dich als Einheimischer führen. Komm mit. Gott. Deutsch ist schwer. Ist das schön, wenn man schon, weißt du, wenn man schon so kurz davor ist, endlich 80 zu sein und dann schon am Ende von 5 gibt noch kein Datum, Wort? Echt nicht? Aber announced ist es schon, dass es in Entwicklung ist, oder? Hier machen. Hä? Dann muss ich da rein? Ah, ach so. Wann war Release von Sims 4? Das ist ja schon lange draußen. Ne? Schon lange, ja. Was sagt man dazu? Da kam mir entgegen, als ich das Tor zum 8. Schacht aufgemacht habe. Und das ist so ein Zufall, ne? Aber da muss er ja schon früher aufstehen, wenn er das größte Kraftpaket aller Zwerge überwältigen will. Dem habe ich die Visage mit einer forschen Zwergengeraden poliert. Was ist denn eine Zwergengerade? Tut mir leid, Sippengeheimnis. Wir sind zwar Kameraden, aber das kann ich dir nicht verraten. Dafür erzähle ich dir jetzt was viel Wichtigeres, nämlich was das für ein Ort ist. Dieser Schacht wurde von der Lichtblut als Quarantänestation verwendet. Es ging eine Seuche um und die Befallenen fristeten hier ihre letzten Tage.
Die Krankheit nannte man einfach die Steinseuche. Zuerst wurde die Haut immer härter und spröder, bis der arme Tropf nach einigen Monaten bis Jahren völlig zu Stein erstarrte. Das ist doch was dem Kristallexarchen passiert, oder? Die sah nämlich genauso aus, als wäre sie Stein. Die Ursache fand man ebenso wenig wie ein Heilmittel. Damit sich die Krankheit nicht weiter verbreitete, sonderte man die Kranken mit in diesem Stollen, dem Seucheschacht, vor dem Gesunden ab. Grausam, aber man wusste sich eben nicht anders zu helfen. Warte, ich mache den Link jetzt gleich mal auf, wenn ich darf, aber das Spiel lässt mich offenbar gerade nicht. Nee, da will ich erstmal eine Cutscene. So, machen wir jetzt mal kurz den Link auf. Wir gehen in, warte. Hier auf und währenddessen gehen wir in die Browser-Szene rein. Okay. Sims 5. Nee, will ich nicht. Ja, passt schon. Sims 5. So sieht's dann aus. Mhm. Auf der E3 2018 wurde es vorgestellt. Sims 5 werden gewaltig sein, egal wann die offiziell veröffentlicht wird, bla bla bla. Es wird Jahre dauern, bis der Titel offiziell veröffentlicht wird. Okay, also wollen sie jetzt Sims 4 quasi noch so lange melken wie möglich? Nach ihrer starken Aussage... EA, scheint es, als würden sie sich während des ganzen Jahres auf weitere großartige Ankündigungen konzentrieren und sollten wahrscheinlich auch Inhalt für 2020 haben. Wir können damit rechnen, dass es irgendwo 2021 veröffentlicht wird. Okay. Also das dauert offenbar noch ein Weilchen. Bis Sims 5 released wird. Müssen wir uns gedulden? Schade, aber es gibt ja andere ähnliche Spiele. Ne? Es gibt viele Simulationsspiele. Wenn euch gute neue Spiele in diesem Genrebereich einfallen, schreibt es mir doch. Entweder jetzt hier im Chat oder im Discord. Lamit, was fällt dir ein? Es ist streng verboten, den Seuchenschacht zu betreten. Nicht nur, dass du dein Dorf verlassen hast, jetzt bringst du auch noch Fremde hierher, an diesen verbotenen Ort. Es reicht. Hiermit verbannen wir dich aus unserer Mitte. Komm nie wieder zurück. Oh Mann, das ist sehr hart. Streamboard. Verbannt? Du bist verdammt aus unserer Mitte. Verbannt. Verbannt. Immer und ewig. Was haltest du eigentlich von New World? Meinst du das MMO von Amazon? Amazon, ja. Habe ich absolut noch gar nichts dazu gelesen, muss ich ehrlich sagen. Hat mich null interessiert. Hast du schon was dazu gelesen? Ich? Ich habe mal ein bisschen angeschaut, aber... Soll im Mai kommen? Warte mal, ich lese die Cutscene fertig und dann können wir kurz drüber reden, weil ein bisschen interessieren wird es mich schon. Wie könnt ihr das tun? Sie hat gerade eure unheilbare Krankheit geheilt, unheilbar Kranken geheilt. Mit Hilfe ihrer Magie könnt ihr die Seuche besiegen. Schweig, Fremder. Das ist eine Angelegenheit der Zwerge. Genau, der Fremde soll schweigen. Wisst ihr überhaupt, was Lamit für euch durchgemacht hat? Das aber, Artbert. Unser Grund mag edel gewesen sein, aber sie haben recht. Wir haben gegen die Gesetze der Zwerge verstoßen. Ich füge mich der Verbannung, ältester Wehr. Von dem? Findest du? Find das süß. Als sichtbares Zeichen dafür lege ich meinen Helm nieder. Ja, finde ich. Lamit. So. Lahit? Schwester, wenn du gehst, gehe ich mit dir. Wir waren bereits totgeweiht.
als sie uns hier eingepfercht und unserem Schicksal überließen. Was ist der Gegenstand der Verbannung? Und sind wir nicht ohnehin Ausgestoßene, da wir unsere Helme ablegten, um hier unten zumindest ein bisschen freier zu atmen, verbannt uns und wir werden es als eine Ehre betrachten. Ja, ganz recht. Lamith hat uns das Leben gerettet. Wenn ihr sie deswegen verstoßt, wollen auch wir eurer Gemeinschaft nicht mehr angehören. Gehen wir, Kameraden. Wir werden stolz unser Gesicht zeigen. Eingeschnappte Kinder? Ach, Freunde. Bis er dahinter abseln. Aber mit der Rollenquest werde ich nie auf Level 80 kommen. Also das ist... Na. Müsst ihr es wirklich dabei bewenden lassen? Wir können jederzeit zurück. Es diesen Sturköpfen unmissverständlich klar machen. Willst du ihnen mit deiner Axt den Schädel einschlagen? Hör doch auf. Ich weiß, du bist kein Neuling mehr, der sich von einem Hobgoblin unterkriegen lässt. Wenn du es wolltest, könntest du selbst den kampferfahrenen Zwergenältesten leicht besiegen. Aber das bringt uns doch nicht weiter. Unsere Aufgabe ist eine ganz andere, und das weißt du. Wir müssen den Urheber der Seuche finden und beseitigen. Bestimmt steckt auch dahinter der Schattenkönig. Ich muss diese Welt retten. Dafür bin ich bereit, alles aufzugeben, Artbert. Meine Heimat, meine Ehre, alles. Vielleicht war es ohnehin Zeit, diesen Helm abzulegen. Endlich kann ich spüren, wie der Frühlingswind mein Gesicht umspielt. Ja, du machst Witze. Lala Freistoß! Aber ich muss sagen, mir gefällt die verstoßene, helmlose Lamith. Ach, Artbert. Jetzt erspart das Deal. Von der Klippe kicken. Wer ist denn das jetzt? Und deswegen ist Lamith heiß auf Artbert. Hey, Dösebart, hör mal, wir gehen bald die Beschimpfungen aus, wenn du dauernd in Ohnmacht fällst. Achso, jetzt bin ich schon wieder. Ja, ich bin schon wieder umgekippt. Ah, schrecklich. Ich bin so unzuverlässig. Ah, endlich wachst du auf. Diesmal habe ich mir ehrlich fast in die Hosen gemacht. Gerade als dir das Licht ausging, rappelte sich dieser verfluchte Sin-Eater wieder auf. Dabei dachte ich, der hätte genug. Dieser Schnitzer geht auf meine Kappe. Na, vorbei ist vorbei. Sag mir lieber, was dir diesmal in deinen süßen Träumen erschienen ist. Ich bin stumm. Lamith hat die Steinseuche geheilt und deswegen wurde sie verbannt? Because fuck your logic. Mir fehlen die Worte. Dieser Älteste ist fucking retarded. Jo, also nochmal bezüglich hier auf das neue MMO. Was kann denn das Tolles? Was sind denn da so nennenswerte Features, die nur dieses MMO haben soll von Amazon, was so viel geiler sein soll als jedes andere MMO und dann natürlich WoW töten wird? Was hat es damit auf sich? Ich habe mich da überhaupt noch nicht erkundigt. Tut mir leid, Kameradin. Ich hätte dich vielleicht nicht hierher bringen sollen. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu verdauen, was du gesehen hast. Geh doch und über deine Heilkünste irgendwo, wo sie gebraucht werden. Wir sehen uns dann. Mach's gut. Okay, das war's schon? Ah ja, das war's schon. Leotos? Ja? Wir würden jetzt Zufallsinhalte machen. Wir sind mit. Wer sind wir? Ja, ich. Und jeder, der sich ins Spiel meldet. Würdest du dir was ausmachen, wenn ich als Dings gehe? Als DD? Als Ninja? Ja, wegen Leveln. Kannst du gern, mir ist das egal.
Habe auch noch nicht viel gesehen. Davon soll ja nur irgendwie eine Sandbox-MMO sein, ohne spezielles Skill. Also wirklich, wie gesagt, geh gerne mit, wenn noch Platz ist. Okay, na, wer will denn mit? Ich lade mal Tyrodos jetzt ein. Dann haben wir noch zwei. Bin schon bei dir. Ah ja, na siehst du, so schnell bin ich. Muss eh langsam wieder den Ninja üben. Anvayo wird noch mitkommen. Okay. Das ist Nanaku, ne? Nee. Doch. Ja. Okay. Sonst noch jemand? Offline wird noch mitkommen, meint er. Wenn die Gruppe nicht voll wird. Ich warte gerade nochmal eben. Vielleicht will Chitoge oder sonst irgendjemand, der wirklich will und noch leveln muss. Wir werden ein paar Level-Inhalte machen. Also ich werde auf jeden Fall der Dungeon... Prüfung vielleicht noch. Sack, nein. Grüß dich, hallo. Bist du ein Dungeon mit oder hast du jetzt einfach nur Hallo gesagt? Ne, Level mit Seite an Seite. Seite an Seite? Das ist Seite an Seite. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist mit den NPCs. Ach so, okay. NPC, ja. Verstehe. Sag nein, willst du jetzt mitten da? Also, da konntest du überhaupt? Hast du auf einem anderen Datenzentrum? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir schon so viele Leute teilweise hier gehabt, dass da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer überall auf welchem Datenzentrum. Jetzt wird es nämlich schon langsam echt kompliziert. Ansonsten lade ich jetzt offline ein. Hab den Alt of Light. Und? Tja. Ja, nach nächster. Ich brauche aber noch Ali Raid und Hauptszenario. Oh Gott. Okay. Nee, also wir würden jetzt erstmal Stufensteigerung und 50, 60, 70 machen und die Prüfung. Dann lade ich einfach mal offline ein jetzt. Ne? Ich würde als erstes die Prüfung machen, das geht am schnellsten. Ja. Nee. Naja, ich meine, gut, ich muss sowieso noch mehr machen. Aber ja, machen wir mal die Prüfung, wenn du willst. Oder schauen wir mal, was hat Heiler-Bonus. Naja, Prüfung, perfekt. Teilnehmen, let's go. Warte, ich kill nur kurz das Mob. Das Monster hier. Ifrit so, wird das? Okay. Glaubst? Ja, er hat einen Addon. Er hat ein Programm dafür, er weiß es. So, und jetzt heißt es wieder den Ninja üben, dass ich wieder alles drin habe. Brauchst du nur Router-Musik für das richtige Feeling? Habe ich sowieso schon. Es ist echt Ifrit, woher weißt du das? Er hat ein Programm dafür, es gibt ein Programm dafür. Oh! Ich hab's dir gesagt. Also glaubst du mir denn nix? Jetzt was hab ich jetzt für ein Outfit an hier? Was ist denn da los? Wieso sehe ich anders aus? Hä? Kann man das jemand erklären? Ich habe SCT noch nicht gestartet. Fällt mir gerade ein SCT. Blub. Blub. Oh, da sollte ich raus. Cheat. Ah, das war jetzt doof. Na egal. Ich mache halt immer X Tries normal für Steine und Hauptszenario. Ali Raid. Ja. Klar. Stehe ich schon. Ich mache jetzt Zufallsinhalte, weil ich es gerade brauche für Level 80, damit ich in der Main Story weitermachen kann. Da will ich raus. Da will ich auch raus. Da will ich auch raus. Verdammt, jetzt laden wir doch mal Carsten hier. Infernale Fesseln, einmal fokussen bitte. Ich geb offline mal einen Hot, das muss dann aber auch reichen. Ne? Also. Aber kannst du mir erklären, warum ich jetzt auf einmal anderes Equip an habe als vorher? Das kommt ein AOE, ne? Oder ich bring dich um, AOE. So, instant hochgeheilt wieder. Ich bin halt einfach. Der Knockback ist immer noch die Lichtung? Was? Holy moles! Genau jetzt, weißt du? Wo du deine Cooldowns an hast? Ne, wo ich mir Ninjutsu machen wollte. Ninjutsu! Dass ich ihm erhöhte Verwundbarkeit gebe. Ja, jetzt ist schon wurscht. Hast du die Belichtung?
Also meine Equip sieht anders aus wegen der Belichtung, was? LOL, der Limit Break war ja mega nice. Das sieht ja ultra aus. 1,5 Millionen hab ich bekommen nur. Meh. Meh. Okay, dann machen wir das. Gladiator. Was? Dann probier das einfach das normale Schwert, okay.